Pass auf, halt mal kurz das Buch. Kurze Anweisungen. Erstmal, ganz wichtig, es müssen 7 vollständige Runden sein. Wir sind in einer Gruppe. Tower fängt vom schwarzen Stein an. Das ist hier genau, wo das Grub, weil wir machen das heute hier oben. Ihr wisst ja aus welchem Grund. Ihr könnt das dadurch sehr gut sehen, wo das ist. Das heißt, hier drunter, genau hier ist der schwarze Stein. Wir sind gerade hier am Bauen. Ihr sagt dann beim ersten Mal Bismillah, Allahu Akbar. Jetzt ganz wichtig, weil die linke Schulter muss die ganze Zeit Richtung Kaaba sein. Deswegen auch, wenn man ein Kind trägt er das Kind so, dass die linke Schulter nach da zeigt. Zum Beispiel auf der Schulter und nicht so rum. Ja? So, dann ist wichtig, nicht, dass man dann so macht. Weil dann ist man ein paar Meter gegangen, hat den Oberkörper nach da, okay? Sondern man macht so, Bismillah, Allahu Akbar, und dreht sich direkt um und geht so, dass die linke Schulter da ist. Das heißt, man bleibt kurz stehen, Bismillah, Allahu Akbar, bupp, dreht sich um und geht. In die Richtung. Ja, genau, in die Richtung. So, dann müsst ihr euch merken, hier habt ihr diese Zeichen, hier oben, ja? Das ist immer hier, wo die Fliesen lang gehen, das ist immer Richtung Kaaba, okay? Weil ihr müsst wissen, weil hier gerade gebaut wird, müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr euch so umdreht oder so umdreht. Ich will auch, liebe Geschwister, nicht, dass einer groß redet. Es ist wichtig, das ist eine wichtige Ibadah. 7 vollständige Runden, beim ersten Mal machen wir bis wieder Lauer. Dann geht man. Jetzt läuft man. Ihr, die Männer, nehmt sich das Gewand, klappen das hier drüber, okay? Habe ich euch eben schon gezeigt. Okay, falls es euch... So. Ihr könnt das jetzt schon mal machen, ja? Die rechte raus. Genau. So, das wurde gemacht vom Propheten alaihissalatu wassalam. Das wurde vom Propheten alaihissalatu wassalam gemacht bei der Umratul Qada im 6. Jahr. Die Mushrikun haben gesagt, die Muslime sind schwach. Dann wollte der denen Power zeigen. Und dann werden die ersten 3 Runden, werden die Schritte etwas schnell gemacht. Das ist nicht richtiges Laufen, dass die Schritte lang gemacht werden, sondern dass man... So, wenn jetzt zum Beispiel auch Gedränge ist, dann macht man das dann so auf der Stelle, okay? 3 Runden, ja? Das ist Sunna. Wenn du es nicht machst, hast du keinen Bock drauf, beispielsweise, okay? Für die Frauen nicht. So, und dann, wichtig, ich werde euch dann sagen, ungefähr wann der Rukun Yamani kommt, da kann man dann Rabbana Atina fi Dunya Hasana wa fi Akhirati Hasana qina adhaban nar. Koran lesen, Dhikr machen, Dua machen. Und dann, wenn ihr wieder hier ankommt, also Allahu Akbar, ja? Allahu Akbar. Ohne Bismillah. Genau. Ohne Bismillah. Beim ersten Mal Bismillah, Allahu Akbar, dann rumgehen, 7 Mal. Okay, beim 7. Mal, dieses Allahu Akbar ist für den Anfang der Runde, beim 7. Mal geht man einfach durch. Okay? Es ist gut, wenn wir etwas zusammenbleiben. Falls ihr verloren geht, treffen wir uns nachher hier, okay? Mit Gebete, okay. Und Dicken, oder? Inshallah, ja. Kann ich